Anlässlich des Potsdamer Treffens der Faschisten gingen wahrscheinlich auch viele von euch hier heute sind auf die Straße. René Dirkes, welcher anscheinend die 200.000 Menschen an diesem Tag in München... Dass sich migrantische Menschen komplett an ihre neue Heimat, wie sie es nennen, anpassen. Da frage ich mich auch, wie das aussehen soll. Sollen wir alle jetzt morgens und abends Schnitzel essen und Weißwurst und sonst nichts anderes? Die ganzen Dönerbuden schaffen wir ab und am besten ganzen migrantischen Kolleginnen und Kollegen, die haben mit Lederhosen und Dirndl auf die Arbeit zu gehen, oder was? Diese Partei ist an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen, genauso wie die Politik, die momentan gefahren wird. Am Ende bedeutet das Erstarken der AfD nichts als Leid und Elend für uns als migrantische Personen und für alle anderen auch. Ihre Politik ist gerichtet gegen die arbeitende Mehrheit dieser Gesellschaft, gegen Frauen, gegen die LGBTQI-Community, gegen Menschen mit Behinderungen, gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, gegen die, die in Armut leben, gegen alles, was nicht in ihr Weltbild passt von einem reinen, weißen Deutschland. Wir müssen nicht nur die AfD, sondern alle Parteien in Deutschland, die diese rechte Rhetorik und Hetze weiterführen, zur Verantwortung ziehen. Schluss damit! Schluss mit der braunen Scheiße, ob von rechts oder von der sogenannten Mitte dieser Gesellschaft. Genug gelabert. Es braucht endlich Konsequenzen und es gilt, die Ursachen zu bekämpfen. Das schaffen wir aber nicht mit Appellen an die Bundesregierung, an die politischen Verantwortlichen und leider auch nicht durch Wahlen. Das haben uns die letzten Wahlen auch schon gezeigt. Wir müssen uns organisieren. Wir müssen soziale Kämpfe von unten in die Gesellschaft tragen und stärken und mitführen. Noch vor einigen Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich hier an diesem Platz mit Freundinnen und Freunden aus der ganzen Welt abgehangen. Verschiedenste Kulturen, verschiedenste Sprachen. Unsere Kulturen haben sich vermischt, unsere Sprachen haben sich vermischt. Daraus ist eine neue Kultur entstanden. Etwas Wundervolles. Das ist der AfD und den rechten Hetzern und Demagogen zuwider. Das wollen sie abschaffen und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir als diejenigen, die für eine Gesellschaft eintreten, wo diese Menschen ihre Hetze nicht verbreiten können, auch uns zusammenschließen, hier stehen heute und auch in Zukunft. Dankeschön, denn wer Faschismus verhindern möchte, der muss Antifaschist sein, der muss Antifaschistin sein. Alerta, Alerta, Antifaschistin, liebe Freunde. Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista.